Daniel, die sieht ja fantastisch, wie das riecht. Die einen sagen so und die anderen sagen so, Frank. Ja, der Ligador, 1000 Sasser. Bulldog fahren kann er auch. Frank, du weißt ja, wie das ist. Vertrieb ist kein Zuckerschlecken. Hallo, wir sind heute zu Gast bei der Familie Jehn, einem Milchviehbetrieb aus der Rhön. Wir widmen uns heute nämlich dem Rohstoff Milch. Und da vorne, da ist auch schon die Katrin. Da gehen wir jetzt mal hin. Hallo Katrin. Hallo ihr zwei. Schön, dass wir heute bei euch sein dürfen und du uns das Thema Milch ein bisschen näher bringst. Sag doch mal zwei, drei Dinge über euren Hof. Wir sind ein Familienbetrieb mit 70 Milchkühen und Nachzucht und liegen im Herzen der Rhön. Bei dir sind wir also richtig, wenn wir wissen wollen, wie so eine Kuh richtig gemolken wird. Genau, das machen wir hier. Wenn ihr wollt, zeige ich euch das mal. Aber klar doch. So, jetzt sind wir in unserem Melkstand. Wir haben einen Doppelsieben Fischgrätenmelkstand. Das heißt, wir können 14 Kühe gleichzeitig melken. Wie oft melkt ihr so eine Kuh am Tag? Zweimal am Tag, morgens und abends. Was mich interessieren wird, so eine Kuh, wie viel Milch bringt denn die eigentlich so am Tag? Durchschnittlich etwa 30 Liter. Wie viel muss die dafür saufen, dass sie das überhaupt schafft? 120. Der zeitliche Aufwand, alle eure Kühe zu melken, macht es ja eigentlich nur möglich mit einer modernen Melkanlage. Und wie funktioniert denn das? Das ist eine große Hilfe für uns, die Melkmaschinen. Wir müssen die Kühe natürlich kurz vorher anrüsten. Dann hängen wir die Melkmaschine an und dann wird die automatisch gemolken. Die Milch läuft durch die Melkleitung raus in den großen Milchtank. Und wie oft wird der Tank dann abgeholt? Alle zwei Tage. Sind wir als Kennzeichnungsprofis ja dafür bekannt, auch mal dahin zu gehen, wo es wehtut. Ich höre, bevor gemolken wird, muss das angemolken werden. Dürfen wir das mal ausprobieren? Das könnt ihr gern probieren, aber die werdet ihr nicht vollkriegen. Katrin, ich sag erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Viel gewonnen, ist es ja nicht. War klar. Gut, wir haben das Beste draus gemacht und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal nach Radeberg und gucken, wie es damit weitergeht. Dann viel Spaß euch. Dankeschön. Tschüss. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und wir sind heute zu Gast bei der Firma Heinrichsthaler Milchwerk in Radeberg. Hier werden am Tag bis zu 800.000 Liter Milch verarbeitet. Eine unvorstellbare Menge, wenn man noch überlegt, wie lange wir gestern für 50 Milliliter gebraucht haben. Und ich glaube, der Kuh hat es auch nicht gefallen. Das glaube ich auch nicht. Tatsächlich haben wir einen echten Traditionsbetrieb. Hier mal der kleine Faktencheck. Agathe Zeiss gründete das Unternehmen 1880 und brachte 1884 in Deutschland den ersten Camembert auf den Markt. Das Unternehmen wuchs stetig und gewann an Renommee. Man schaffte es sogar zum sächsischen Hoflieferanten. In Zeiten der DDR war es ein echter Volksbetrieb. Hier hat man Schnitt-, Hart- und Weichkäse hergestellt. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 350 Mitarbeiter und verpackt bis zu 220 Tonnen Käse am Tag. Eine echte Success Story. Und Sie wissen, wir lieben das. Alle Verpackungen müssen natürlich auch gekennzeichnet werden. Hier nutzt man die Label-Erstellungssoftware Nice Label. Nice Label? Klingt nice. Ist es auch, Frank. Daher unser Thema heute, Kennzeichnung in der Food-Industrie mit Nice Label-Anbindung. Hallo Clemens, grüß dich. Hallo Frank, hallo Daniel. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Clemens, sag doch unseren Zuschauern kurz, wer du bist und was du hier bei Heinrichsthaler machst. Mein Name ist Clemens Richter, ich bin der technische Leiter, zuständig für alle technischen Projekte und natürlich dafür, dass alles läuft. Gestern waren wir im Erzeugerbetrieb und da haben wir mühevoll Milch aus dem Ostergold, 50 Milliliter, reicht noch immer für einen Kaffee,
jetzt hören wir hier 800.000 Liter am Tag. Kommt da die ganze Milch her? Tatsächlich kommt die ganze Milch hier aus der Region. Wir sind Genossenschaftsbetrieb und werden unter anderem von unseren eigenen Mitgliedern beliefert. Wir haben gelernt, der Milchwagen kommt alle 2 Tage vorbei und holt ab. Jetzt kommt der Milchwagen hierher. Wie geht's denn weiter? Los geht's mit der Waage. Der LKW kommt hier an, wird gewogen. Anschließend erfolgt die Rohmilcheingangskontrolle und dann geht's auch schon ab in die Milchannahme. Wir stehen in der prallen Sonne. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir ein schattiges Plätzchen. Wollen wir los? Los geht's. Ach, ist doch gleich viel angenehmer hier. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier in der Annahme. Was passiert hier? Also hier sieht man schon hinter uns die LKWs, wie sie einfahren. Die LKWs werden hier abgetankt und die Milch läuft in den großen Tanks. Wie viele Liter sind so im LKW drin? Also in ungefähr sind ja 25.000 Liter drin. Anschließend wird die Milch in den Maschinenraum gepumpt. Überwacht wird das Ganze von unserer Schaltwarte. Hier wird dann die Milch in Rahm- und Magermilch getrennt über Zentrifugen. Anschließend wird die Milch erhitzt und danach wird der Fettgehalt eingestellt, wo die Milch dann nachher wieder für die Käseherstellung lagert. Also das heißt, es wird quasi die Rohe, das Ursprungserzeugnis quasi für die Käseherstellung gebraucht? Genau, richtig. Alles klar, verstanden. Wie geht es dann weiter? Danach geht es schon in die Käserei. In unseren großen Käsefertigern läuft die Milch ein. Dort werden die Zusätze zugegeben, unter anderem auch das Lab. Okay. Ich habe ja mal gehört, das Lab, das kommt aus dem Kalbsmagen. Das war tatsächlich früher so gewesen, aber mittlerweile wird das Lab mikrobiell hergestellt. Okay, gut. Das heißt also, die Milch gerinnt quasi und daraus wird dann der Bruch, glaube ich, gemacht. Richtig? Genau, richtig. Ja, die Milch gerinnt durch die Zugabe von Lab, wird dick gelegt, das dauert ungefähr 30 Minuten. Und anschließend wird dann mit einer großen Käseharfe das Käsebruch-Molke-Gemisch geschnitten und weiter gerührt, sodass sich die Molke immer weiter absetzt. Okay. Das heißt, Molke und Käsebruch, das setzt sich quasi ab. Das heißt, ich habe einen festen Bestandteil und einen flüssigen. Richtig, genau. Ungefähr 10% Käse entsteht, der Rest ist dann die Molke. Was passiert denn mit der Molke? Die Molke wird bei uns aufbereitet und verlässt dann das Werk zur weiteren Verarbeitung. Also das heißt, es verkommt nichts? Genau. Das heißt, wir haben jetzt den Käsebruch und der wurde gepresst und jetzt geht es da weiter? Richtig. Nach dem Abfüllen in die Form bekommt der Käse einen Deckel, wird gepresst und danach geht es ins Salzbad. Okay, was macht das Salz? Das Salz zieht die weitere Molke aus, ja. Es gibt die Rinde, also feste Käserinde, und außerdem konserviert das Salz den Käse. Mit der Käseproduktion reifen ja Käse auch unterschiedlich lang, was dann unterschiedlich würzig macht. Wie reifen die Käse denn bei euch? Bei uns ausschließlich in der Folie. Mhm. Die Käse werden nach dem Salzbad in eine Folie eingepackt, in eine spezielle Reifefolie, werden vakuumiert und kommen dann in eine große Reifekiste rein, wo sie die komplette Reifedauer über drin bleiben. Mhm. Wie lange dauert das? Das ist auch unterschiedlich, je nach Käsesorte, zwischen 4 und 8 Wochen. Okay. Jetzt haben wir einen großen Block an Käse, der gereift ist, eigentlich fertig, ist aber noch nicht so richtig kühlschrankgerecht, oder? Na, noch nicht ganz. Nach der Reifung kommt der Käse zu uns in die Konfektionierung, wird entfoliert, geteilt, geschnitten in Scheiben oder Portionen und dann nachher in den Karton. Okay. Und dann beginnt doch auch schon unsere Kennzeichnung, oder? Genau, da geht's los. Können wir uns das mal anschauen? Auf jeden Fall. Na dann los. So, jetzt sind wir am Kartonierer. Clemens, was ist bisher passiert? Also der Käse ist nun geschnitten, in Folie verpackt, kommt anschließend hier in den Karton und wird hier gekennzeichnet. Ich habe mir euer Label angeschaut und habe gesehen, ihr druckt da Produktinformationen in Barcode, aber auch einen 2D-Data-Matrix-Code. Warum? Genau, diesen Data-Matrix-Code nutzen wir für unsere interne Logistik. Der Karton wird so gescannt und wir wissen, von welcher Linie kommt dieser Karton. Mhm. Außerdem kann dann die komplette Umstellung der Artikel auf der Palettierung automatisch erfolgen. Mhm. Also das heißt, ihr nutzt den Data-Matrix-Code als Steuercode? Genau, richtig. Hier bei Heinrichsthaler hat man sich für den Reajet HR entschieden. Sie werden zu Recht sagen, ach, schon wieder der HR. Aber wir haben hier eine Besonderheit. Wie eingangs schon gesagt, steuern wir hier alle Geräte über Nice-Label an. Das heißt, der HR ist in der Lage, die Informationen vom Label-Management-Software auch komplett zu interpretieren. Das hat den großen Vorteil, dass es hier keine Insellösung gibt und jedes Etikett anders aussieht, sondern eben identisch. Was uns ja immer interessiert, Clemens, warum Reajet? Also wir haben tatsächlich vor einigen Jahren noch jeden Karton mit der Hand etikettiert. Als wir dann umgestellt haben auf die automatische Endverpackung, haben wir ein System gesucht, was für uns einfach ist und was wir an Nice Label anbinden können. Der Reajet-Berater Udo Kress hat uns dann die Anlagen empfohlen, vorgestellt und hat gesagt, wenn es nicht funktioniert, hole ich sie wieder ab. Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Mittlerweile haben wir 14 Geräte im Einsatz. Das freut uns zu hören.
Clemens, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, an welcher Station? Ja, jetzt sind wir an einem von drei Palettenetikettierern, wo am Ende der Linie die Palette mit Folie gewickelt wird, im Kantenschutz angelegt wird und anschließend das Palettenetikett. Okay. Bei den Heinrichshaler Milchwerken hat man sich für einen Standard-Palettenetikettierer aus dem Hause Rehr entschieden. Bei dieser Applikation zeigen wir eine Stirn- und Längsseitenetikettierung. Sie können unsere Etikettierer mit allen gängigen Druckmodulen ausstatten. Und eins ist auch klar, die Daten hier kommen von Nice Label. Genau. Anmerken wollen wir an die Kollegen von Rehr Label. Wir haben erstmalig auch die Etikettiertechnik mit in den Videos. Grüße gehen raus. Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht heute schon wieder ein spannender Tag zu Ende. Wobei die Kuh mir gestern doch ein bisschen leid getan hat, aber allen Tieren geht es gut. Wenn man überlegt, dass der Pro-Kopf-Jahresbedarf an Käse bei 25 Kilo liegt, dann kann man sagen, dass es eins der Lieblingsnahrungsmittel der Deutschen ist. Wir lieben unseren Käse. Im internationalen Vergleich ist der Umsatz pro Kopf und pro Jahr nur bei 3 Kilo. Und das mag sicherlich an Laktoseintoleranzen zum Beispiel in Asien liegen. Es war wieder mal beeindruckend zu sehen, mit welchen Maschinen hier diese Top-Produkte gefertigt werden. Das stimmt, Daniel. Sie sind auch in der Lebensmittelindustrie tätig, betreiben gar eine Molkerei, müssen Ihre Produkte kennzeichnen, interessieren sich für Nice Label. Da kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei. Der Grillkäse von heute Morgen, der liegt jetzt da hinten auf dem Grill und den lassen wir uns jetzt schmecken. Diese Episode geht zu Ende und man kann sagen, der Käse ist gegessen. Wir sagen danke fürs Zusehen, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort. Dankeschön. And the secret star of this episode 15 of the Kennzeichnungsprofis vor Ort. Of course. The cheeky cow Elsa.